Ich stehe jetzt zu Füßen einer Korkeiche, die im Brusthöhenbereich ungefähr 1,30 Meter Durchmesser hat. Hier stehen noch mehr mächtige alte Korkeichen. Und da wird natürlich auch immer wieder die Frage gestellt, wie alt sind die eigentlich? Und man muss an die Füße der Korkeichen gucken und kann dann manchmal, anders als bei diesem Baum, sehen, wo überall alte Korkschichten sind. Bei dem ist das tatsächlich nicht zu sehen. Bei Haliotis gibt es eine, da kann man das sehen. Und da sieht man, dass es nicht mehr als 4 bis 5 Korkschichten waren. Und der Baum ist etwa so dick wie dieser. Nun könnte man denken, dass ein Baum mit 1,30 Meter Durchmesser dann vielleicht auch ohne weiteres 130 bis 260 Jahre alt ist. Aber das ist nicht der Fall. Ich habe dann, diese Bäume sind zum Teil gestorben, ausgezählt und gesehen, das sind nicht mehr als 80 bis 90 Jahre, die hier auf 1 Meter bis 1,40 Meter Brusthöhendurchmesser führen. Ist ja kein Wunder bei dem milden Klima. Bedeutet aber eben auch, dass wir daraus schließen dürfen, dass die Entnahme der Korkrinde eine Eiche natürlich in einen extremen Stress stellt. Und diejenigen Bäume, die hier bei dem Kork, bei dem Feuer gestorben sind, sind einfach auch deswegen gestorben, weil die nach dem Korkentnehmen verbleibende Feuerschutzhülle zu dünn war.